Moin, Servus, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Ja, es hat mich gepackt, die Wildlife-Fotografie. Und das ist zum ersten Mal, dass ich so ganz bewusst losziehe, um Vögel hier am See in Bramsche zu fotografieren. Ich war gestern schon einmal hier, da war es nicht ganz so windig und da war es nicht so bewölkt und hatte schon mit dieser Kombination, zu der ich gleich komme, ganz, ganz tollen Erfolg gehabt. Da hinten war ein Graureiher, der hatte sich gerade einen Fisch geschnappt und ich muss sagen, wow, es hat mich richtig gepackt. Deswegen habe ich gesagt, ganz eifrig ziehst du heute nochmal los. Diesmal auch mit dem Stativ, hat auch einen Grund, sage ich aber gleich auch noch. Und ich hoffe, die Vögel, die ich gestern gesehen habe, werden heute hier auch noch auftauchen. Und einen habe ich schon erkannt, einen Kandidaten, und der hat sich so traumhaft positioniert. Er sitzt da hinten gegenüber, mitten ja, in der Sonne, ganz alleine auf einem Ast, ein Reiher. Und den habe ich jetzt schon fotografiert und auch zwischendurch gefilmt. Ich zeige euch das zwischendurch. Und ich bin mega begeistert. Eine Schwarmfamilie, die schippert hier auch rum mit ihren Jungen. Eben habe ich schon wieder einen Kormoran gesehen, der hat so seine Kreise gezogen und ist sehr spektakulär gelandet. Ich hoffe, ich kann das auch mal filmen. Ein Nutria habe ich hier auch entdeckt, war aber schnell wieder weg. Das sieht aus wie eine riesen Bisamratte mit so gelben Zähnen. Und auch interessant. Ich hoffe, irgendwann, wenn ich das jetzt mal öfter mache, diese Wildlife-Foto oder auch Videografie, ja, dass mir so einiges vor die Linse geht. Ich rede jetzt auch nicht ganz so laut. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, dass die Vögel sich nicht. Oh, da fliegt irgendwie ein kleiner gelber Fink oder sowas. Das sieht man auch bei uns im Garten sehr, sehr selten. Ja, wie gesagt, ich bin begeistert und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen. Jetzt, ich bin natürlich ein Review-Kanal. Ich muss ja, nicht ich muss, aber ich möchte gerne über Equipment reden. Und das Objektiv, das habe ich euch schon einmal vorgestellt, sogar zweimal vorgestellt. Ich hatte es einmal mit in Afrika gehabt, mit der Sony, fürs Vollformat, Sony A7 Mark IV. Und dann jetzt in dieser Kombination mit einer Fujifilm X-H2S. Die Fujifilm X-H2S ist wohl die Kamera im APS-C-Bereich von Fuji, die den schnellsten Autofokus hat. Und deswegen habe ich mich auch für die Kombination entschieden. Der Autofokus war mir wichtiger als die Megapixel-Auflösung einer Fujifilm X-H2. Dieses S macht diese Kamera wirklich schneller und ich muss sagen, war bis jetzt auch für mich wirklich eine ganz, ganz gute Entscheidung. Das Objektiv hier am APS-C hat natürlich ein bisschen schmaleren Bildwinkel. Das kommt ja diesem Ganzen jetzt wirklich zugute. Wir haben dann nicht 500 mm, sondern äquivalent zum Vollformat hätten wir 750 mm. Und oh, jetzt kommt der Schwanvater. Ich hoffe, der hackt mich jetzt hier nicht weg. Nee, noch ist Ruhe, glaube ich. Und die 750 mm, der Reiher, der da hinten sitzt, ich kann Entfernung so in dem Bereich jetzt schwer abschätzen, aber ich schätze mal, das sind bestimmt so ja, 80 bis 100 Meter. Und klar sehe ich das durch den Sucher und ich werde wahrscheinlich noch einen kleineren Bildausschnitt nehmen, damit man den Reiher auf dem Gesamtbild besser erkennen kann. Aber die 33 Megapixel, ach Quatsch, das war ja bei der Sony, aber hier die 26 Megapixel werden das wohl an der Fujifilm zulassen. Ich war gestern schon mal hier und wollte auch etwas filmen. Da hatte ich das Stativ nicht dabei. Die Bildstabilisation funktioniert in Kombination mit der Fuji eigentlich sehr, sehr gut. Aber am Ende der Fahnenstange oder nach 250 mm hat man ein Gewackel, ein Gerucke und Gezucke und dann muss ein Stativ herhalten. Also wenn ihr glaubt, Wildlife bei 500 mm aus der Hand filmen zu können, ne, das könnt ihr ganz gehörig knicken, das geht nicht. Das gibt nur, wie gesagt, ein Gerucke und Gezucke. Deswegen habe ich mich jetzt hier heute für ein Stativ entschieden. Übrigens, das Stativ hatte ich euch auch schon mal vorgestellt, diesmal in einer anderen Variante. Es ist das Rollei Traveler, Easy Traveler, in der XL-Variante. Diesmal allerdings in der Variante als Video, mit Videokopf. Und ich muss sagen, ich habe, als ich das bekommen habe, leihweise, das habe ich immer noch, das muss jetzt bald wieder zurück, als ich das bekommen habe, habe ich gedacht, das sieht ein bisschen klein und fummelig aus. Aber es ist sehr stabil und man kann es auch gut weich einstellen. Diese kleinen Knöpfe, um nachher einen Kameraschwenk zu machen, dass man den Widerstand so ein bisschen besser einstellen kann, das hätte ich mir ein bisschen,
Ja, feinfühliger gewünscht, weil man muss hier schon ganz genau aufpassen. Wenn man zu doll drückt, dann hackt das und macht man das zu weich, dann ist es mir das zu weich. Also da hätte ich mir ein bisschen softeren Widerstand gewünscht. Auch der Griff hier an dem Videokopf hier hätte ich mir gewünscht, dass man den ein bisschen länger ausfahren kann. Gut, ich kann mir da ja irgendwas dran basteln, damit die Bewegungen noch ein bisschen weicher werden. Aber ich sag mal, für mal eben leicht mitnehmen, finde ich das okay. Die Kombination hier, dieses Stativ, hält bis zu 6 Kilo aus. Ich habe jetzt hier das Objektiv, das hat 1,7 Kilo, die Kamera ungefähr 700 Gramm, also sind das gerade mal so 2,5 Kilo, hält das Ding auf jeden Fall locker aus. Und ich muss sagen, oh, ich sehe jetzt gerade der Reiher, der streckt sich da hinten. Die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Wie habe ich die Kamera jetzt eingestellt? Ich habe breites Feld genommen und die Kamera ist in der Lage, einen Augenautofokus für Vögel einzustellen. Und das habe ich auch gemacht bei kontinuierlichen Autofokus und ich bin erstaunt. Mit dem bloßen Auge kann ich das Auge von dem Vogel da hinten überhaupt nicht erkennen. Aber die Kamera kann das. Und der Autofokus ist Wahnsinn. Ich habe jetzt das neueste Update auf der Fuji X-H2S drauf. Das ist, glaube ich, 6.0. Was ich schön finde, wenn man videografiert, da hat man jetzt so einen, ja genau, da hat man so einen roten Rahmen jetzt drauf. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Vom Autofokus der Geschwindigkeit her würde ich jetzt nicht sagen, dass es schneller oder besser ist. Ich finde den Autofokus der X-H2S sowieso schon mega. Ich werde jetzt noch ein bisschen Geduld haben, hoffentlich, und machen, mir geben. Und da hinten sehe ich gerade einen Blässhuhn. Auch wieder mit kleinen. Also ist eine tolle Zeit jetzt im Juli. Dann sind viel Nachwuchs da. Ich bin mal gespannt, ob ich euch noch ein paar Bilder zeigen kann. Ich werde das Thema weiter verfolgen. Das ist jetzt erstmal nur angekratzt, damit ihr wieder seht, wie sehr begeistert ich wieder von der Fotografie bin und was es doch mega, mega Spaß macht, draußen in der Natur zu sitzen, sich die Vögel anzugucken und oh, da ist ein Eisvogel gewesen. Ich habe nur so ein blaues Schwänzchen gesehen, was von mir wegflog. Oh, jetzt bin ich. Oh. Irgendwo da hinten. Ich hoffe mal, dass ich um den See ein bisschen rumgehen kann. Vielleicht gibt es ja, ich weiß nicht, ob Eisvögel gewisse Areale haben, wo sie dann immer wiederkehrend hinfliegen. Also da bin ich mal gespannt, ja, ob ich hier an diesem Fleck noch ganz, ganz viele tolle Fotos machen kann. Ich bin mal gespannt, was es alles für Vögel gibt. Und wie gesagt, ihr merkt, ich bin gehypt jetzt gerade. So, jetzt mache ich die Kamera erstmal aus. Ich will jetzt endlich mal fotografieren und videografieren. Und die Bilder und wenn dann noch Videos entstehen, die zeige ich euch gleich. So, viel Spaß. Und wie heißt es immer so schön? Geht raus und macht Fotos. Eine ganz, ganz tolle Sache, nicht entdeckt. Ich wusste das vorher, habe aber jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Das Objektiv hat eine wahnsinnig tolle Naheinstellgrenze von 60 cm bei 150 mm. Jetzt habe ich auf 500 mm ausgefahren und vor mir, ich schätze mal so 2 Meter, 2,50 Meter jetzt bei 500 mm, eine wirklich schicke Libelle. Ist schwer am Atmen, weil die hier gerade zu zweit rumgetobt sind. Ich glaube, man müsste hinten sehen, dass sie richtig hier ja, Sauerstoff aufpumpt. Bin mal gespannt, wie lange sie da liegt und ja, da denkst du hast ein super Tele und dann hast du hier echt einen tollen Allrounder dabei. Also alle meine Wünsche des ersten Tages der Wildlife-Fotografie sind für mich irgendwie voll erfüllt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich mag gar nicht aufhören. Ich bleibe einfach noch ein bisschen. Eine Sache möchte ich eben ganz kurz auch noch klarstellen. Es geht um den Autofokus. Natürlich, Sony baut Kameras mit einem wahnsinnig tollen Autofokus. Auch Canon baut tolle Kamerasysteme mit tollen Autofokussystemen drin und Fuji ist eine lange Zeit hinterhergehinkt. Aber hier mit der Fuji X-H2S ist alles wieder passé. Ich habe gerade einen Haubentaucher gesehen. Ich wollte schön fotografieren, habe mich hingestellt, aber wahrscheinlich war ich zu laut oder ich habe mich zu doll bewegt und der hat sich immer hinter irgendwie so einem Busch versteckt. Der wollte gar nicht rauskommen. Ich konnte ihn aber durch den Busch ahnen, also mit meinem Auge. Ich habe die Kamera genommen, habe das Objektiv drauf gehalten und der hat durch den Busch die Augen des Haubentauchers gesehen, sowohl in der Fotografie als auch in der Videografie.
Und es dauerte ein bisschen, bis er dann endlich rausgekommen ist. Und ich muss sagen, eine wahnsinnig tolle Kombination. Also wenn das kein Garant für gute Wildlife-Fotos oder Videografie ist, also dann weiß ich es auch nicht. Ich bin mega begeistert. So, jetzt würde ich sagen, genug gebauchpinselt über diese tolle Kombination. Ich zeige euch jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder und lasst den Tag vergehen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr in diesem Bereich vielleicht von mir haben wollt, meine Begeisterung, vielleicht mache ich auch hier ganz, ganz viele Fehler, ich weiß es nicht. Ich fange ja mit dem Thema erst an. Nobody is perfect. Und ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ist ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, Wildlife macht richtig Laune. Bis dahin, euer Michael. Ciao.